Frau Deimann, es gab gerade eine Sitzungsunterbrechung. Was ist passiert? Es gab eine Sitzungsunterbrechung, das kann ab und zu mal passieren, wenn man sich über etwas noch im Klaren werden muss. Wir hatten die Vorlage für die Besetzung der Plätze des Heine-Preises, ein ganz wichtiger Preis in Düsseldorf, weil es ein politischer Preis ist. Da geht es um Völkerverständigung, also im Sinne Heines. Da war die Frage, wie besetzt man diese Plätze neu? Vorgeschlagen waren 6 Plätze. Und dann war die Überlegung, dass jede Fraktion im Düsseldorfer Stadtrat einen Platz bekommen sollte. Und wir hatten da Bedenken, weil es ja nach gutem Grunde eine demokratische Verteilung normalerweise von Plätzen gibt. Die wird nach unterschiedlichen Verfahren gestaffelt und da geht es dann nach der Größe der Fraktionen. Und das war dabei gar nicht berücksichtigt worden und deswegen gab es eine Diskussion darüber. Es gab unterschiedliche Meinungen und jetzt ist der Tagesordnungspunkt verschoben worden. Okay, danke schön, dass Sie sich von Zeit genommen haben. Vielen Dank.